Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Phantasmophobia. Ruffel und Vanessa ist mit dabei. Servus. Hi. Hallo. Und wir spielen das Prison auf Schwierigkeit Anfänger. Wir sind einfach mal wieder, wir sind einfach Noobs. Lass uns einfach mal in der Zeit zurückversetzen, als wir noch Anfänger waren. Ja? Ich meine, im Endeffekt den Text vom Gefängnis vorzulesen, braucht man eigentlich nicht, weil es ist immer das Gleiche. Ein Freund hat uns irgendwas erzählt, Bekannter hat uns eine E-Mail geschickt und so. Wir gehen natürlich drauf rein und machen direkt mal bereit und gehen direkt in den Knast rein. Das Problem bei sowas ist immer, dass die Freunde bekannt ist, kann ja auch eine Spam-Mail sein. Weiß man ja nicht, ja? Weil oft hat es den Tod zur Folge. Zumindest ja. Hier bei den Sachen halt. Wo eben habe ich schon geisterhafte Aktivität gesehen, weil bei mir die Glasbausteine, ein Auto hat dagegen geleuchtet oder so. Also, ich würde sagen, dass wir erstmal merken, dass da was nicht in Ordnung ist. So, okay. Okay, erstmal genau ein bisschen Kniebeugen. Okay, das bringt erstmal, aber vor allem, du kannst theoretisch 1000 Kniebeugen machen, ohne dass der Charakter aus der Puste kommt, aber wenn du sprintest 3 Sekunden, dann ist die Ausdauer. Ist aber wir haben halt voll die harten Beinmuskulatur und sowas, wir können halt hier, wir sind richtig gut und sowas. Wobei, das passt auch wieder nicht zum Sprinten, wobei das ist ja halt Cardio und Kraftsport sind ja zwei verschiedene Sachen. So, also, was haben wir denn? Spiel 3, bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Das ist mein Job, Dude. Oh, cool, das ist neu, jetzt kenn ich gar nicht. Mal gucken, ob du Fieber hast. Guck mal, 18,5 Grad, Roffel ist tot. Corona. Roffel ist der Geist. So, vor allem bringen Sie den Geist dazu, ihm eins ins Ohr zu rülpsen. Erreichen Sie einen durchschnittlichen Geisterzustand, Geisterzustandswert von unter 25%. Jetzt kriegt man das schnell hin. Ja, krass. Das wir wieder schnell haben. Wobei, wir spielen leicht. Dirty Harris, oh, die hört sich jetzt süß an. Dirty Harris. Dirty Harris. Ich wollte sagen, was sind denn das für Bilder, aber stimmt, das ist ja ein Gefängnis. Ja, das ist ein Gefängnis, Mann, da kannst du gleich drin bleiben. Hallo? So, dann. Ich packe meine Tasche. Erstmal eine starke Taschenlampe, ne? Ich nehme auch erstmal wieder das Buch mit. Hä? Was, ey? Ich mache als erstes, setze ich auf Temperatur und habe trotzdem noch den EMF-Reader dabei. Außerdem haben wir 5 Minuten okay. Zeit, bis er aktiv ist. Ich nehme eine Kamera mit. Und. Ich nehme eine Platz. Ich habe noch einen Platz frei. Was cool, wenn wir hier innen drin das Radio oben so anschalten könnte, den Ghetto-Blaster voll. Geht voll ab hier drin im Bus oder so. Hast dann. Yeah, Party People! So, dann kommen wir, okay, jetzt machen wir auf, oder? Auf geht's. Kopfkameras. E, F, ey, ist mal ohne Spaß hier, das öffnet es doch E oder F, oder? Nee, Maustaste klicken. Okay, ja gut. Naja, ist alles ein bisschen anders. Ich wusste auch nicht, ich habe ja mal alles gedrückt und irgendwann hat es funktioniert. Da hast du extra so, wie so, es gibt doch diese Gehhilfen, die so 3 Füße unten haben. Da hast du für die Tastatur so ein Ding, da drückst du drauf und drückst alle Tasten gleichzeitig dann. Ja, du lachst. Du lachst. Wo drittelst du wieder rum, Marcel? Ach, wir haben 5 Minuten Zeit, Mädels, ne? Nee, du bist offen jetzt. Ja, ich lass erstmal meine Taschenlampe hier rumfliegen. Ich nehme erstmal Ausrüstung mit, so. Ich komm doch. Du brauchst wieder 5 Stunden im Bad. Die Zeit läuft eh, könnt schon los. Ja, wir haben schon losgelegt. So, komm, Achtung, hier Vollgas direkt sprinten. Erstmal hier den geilen alten 486er. Kein Wunder, dass hier Geister sind und sowas, ja? Gott, ich sehe aber nichts, ich hätte ohne Taschenlampe lieber mitnehmen sollen. Wieso ohne Taschenlampe hier rein jetzt oder was? Nee. Ja, ganz oh, toll. Ey. Ich hab den Videokamera mit Nachtsicht, aber trotzdem, das ist unheimlich. Bist du hier, Geist? Ein Horrorfilm. Geist, wartest du auf deine Entlassung? Geist, nein. Gib uns ein Zeichen. Ah, nee, das macht er eh noch nicht, ne? Ich weiß es nicht. Nee, die Betty will noch nicht. Betty? Wie heißt du weiter? Das ist ein Geheimnis. Die hört uns doch eh noch nicht. Also die hört uns doch, eh nicht. Die hört uns schon, aber. Die hört uns, aber wir können die noch nicht triggern, glaube ich. Aber vielleicht ist er dann umso aggressiver, wenn es losgeht. Aber hier die Telefonzellen. Wir reden noch gar nicht ingame, wir müssen da erst mit B, also mit Funk reden, damit die uns hören. Nee. Die hört uns auch so. Wenn wir genau, die hören, die hören uns auch so. Die hören das trotzdem. Das Mikrofon ist trotzdem. Ja, das ist grundsätzlich trotzdem aktiv. Hey, das ist aber Datenschutz nicht konformmäßig hier, ne? Wenn die permanent mithören. Gut, die ist, du kannst die schlecht vor Gericht zerren, die ist halt Geist, die ist tot, ja. Hm. Das will gleich wieder jeden verklagen. Hier liegt ein Stück Seife auf dem Boden. Wer will's aufheben? Oh. Okay, ich mach's.
Aber es kann sein, dass der Geist hier vielleicht gab es einen Zwischenfall hier in diesen Umkleidekabinen oder auch in den Duschen hier oder sowas, man weiß nie. Es ist halt, entweder ist hier sehr rostig zwischen den Fliesen oder es ist halt überall Fäkalien hier. Vielleicht war auch so, ich habe letztens ein Lost Place Video gesehen, da haben auch, war ums Klo rum, hat einer anscheinend mit der so eine Handvoll Scheiße so hingeschmiert und ein bisschen Höhlenmalerei betrieben. Da denke ich mir auch so, muss sie ja angepackt haben. Das ist ja nicht so das Braune vom Ei. Aber deshalb, wie finden wir jetzt eigentlich heraus, wo der Geist ist? Weil ich bin hier gerade nicht so... Hier ist ein Knochen, hier ist der Geist. Woo! Na, hier war er, oder? Warte, ich hab hier. Die Kamera hier. Ach, Mann, ey, ich nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Also, lieber auf, Geist. Mit mir nicht. Hast du ein Foto gemacht, gell? Dann kann ich das so aufheben. Ja. Es bleibt alles, wie es ist. Ob du hier bist und nicht. Achtung. So. Ja, dann. Also ich mache jetzt gerade momentan jede Knastzelle auf und gucke innen drin rein. Vor allem das Gute ist, obwohl normalerweise dürften so Gitterstäbe gar keinen Schutz bieten, wenn er dich jagt oder sowas, aber die helfen anscheinend schon. Also ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt, was wir hier machen. Ich auch nicht. Was macht du ihr hast denn? Ja überhaupt nichts in der Hand, was wohl irgendwie was Doch, bringt. Die Videokamera. Ja, aber das musst du ja stehen lassen und gucken, glaube ich. Ein Fotoapparat. Hast du denn sonst noch was Nützliches? Doch, diesen. Das ist da. Ja, wow, die müssen wir auch irgendwo ablegen. Also in meinem Zellentrakt scheint nichts zu sein. Hier ist es. Oh, hier gibt es sogar eine. Ach, guck mal, ist eine Tür nach außen oder was? Cool. Da kann die Zelle. Ich die Kamera auf, Mensch. Die Zelle ist angenehm. Ja, wenn du direkt Zugang nach außen hast, am besten noch draußen raus aus dem Zaun oder so. Das ist dann halt. Braucht man sich wundern, warum die Statistik in den Gefängnissen immer so schlecht ist, warum so oft die Leute ausbrechen, ja? Meine, also redest du in-game mit dem Geist? Ja, aber ich kann mir das Geräusch halt die ganze Zeit anhören. Ja, aber du fragst ja auch gar nichts, oder? Leuchtet das X auf oder das Geist-Symbol? Da musst du immer drauf achten, wenn du was fragst. Hast du da rechts in diesem Display? Frag mal was. Über Funk zum Beispiel. Bist du hier? Guckt jetzt das X oder gar nichts? Da steht beides so leicht. Hä? Also, nee, gar nichts. Geh mal raus. Weil dann geht das nämlich nicht. Ich glaube, da musst du doch in der Umgebung reden. Stell dich mal vor die Tür. Red mal mit V und mach das mal. Das X muss leuchten. Bist du hier? Ah ja, jetzt da ist. Das X, ne? Okay. Doch, da muss man drauf drücken, weil du hast recht, dann geht oben dieses Symbol an. Bist du hier? Da hinten ist es. Seid ihr im Zellentrakt oder wo seid ihr? Da vorne uns ist er. Echt jetzt? Ich mach ein Foto von. Du bist das. Also hier im Zellentrakt ist es recht warm. Bist du hier? Genau so muss das machen, man ist so. Hallo lieber Geist, bist du hier? Jetzt kommt auch kein X mehr. Gib uns ein Zeichen. Zeig dich. Bist du hier? Ich denke, dass der Trakt eigentlich recht safe ist, weil es ist so warm hier drin. Es ist halt überhaupt nicht ansatzweise kalt. Ja, dann gehen wir am nächsten noch weiter. Ja, ich würde sagen, brechen wir einfach hier oben ab. Ich mache jetzt nicht jede Zelle auf, weil... Nee, dann lass es weg. Der Knochen, der war ja auch oben vielleicht. Oben. Ja. Der Knochen ist einfach nur irgendwo in dem Gelände. Ach so. Ich glaube, das ist nicht wirklich, dass der Geist in der Nähe ist. Außer, das wäre mir jetzt nicht geläufig oder so. Das war früher, glaube ich, nicht so. So, 5 Minuten sind gleich vorbei. Ja, steht eher auf anfängerfreundlich, der Geist. Also, der wird erstmal hingehen, sich vorstellen, dann die Hand schütteln und wird dann sagen: Ey, ich bin selber noch Anfänger. Ich bring euch erst um, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bist du hier? Du hier? Ich glaube, hier ist nichts. Nee. Das ist Zellentrakt A oder was, gell? Gerade bin ich sicher, dass wir gleich wieder in den gleichen reinrennen. Ja, ist A. Denselben A-Block. Der Arschblock. Hat es eben mal geflackert oder habt ihr selber geflackert? Ich hab nichts zum Flackern. Ja, also eben war zumindest. Das Licht war zumindest mal kurz aus, oder? Ah, hier, warte mal, hier ist ein kleiner. Ist es. Das ist der B-Block hier oder ist es einfach eine große Gemeinschaftszelle? Ist das nicht der Eingang hier wieder? Keine Ahnung. Ich glaube, hier geht's zum. Was war das? Ah, ich hab doch, eine Tür aufgeschoben hier, sodass es hier reingeht. Warte mal, hier geht's. Ach, das ist die Bibliothek. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Und Bibliothek wird voll passen. Gell, warum denkt man bei der Bibliothek automatisch, dass da ein Geist ist? Aber das ist irgendwie wegen Ghostbusters. Da war ja auch in der Bibliothek einer. Ja.
Oh, die ist aber klein, die Bibliothek. Ja. Aber gut, der Knast selber ist auch nicht so riesig, hat ja auch wahrscheinlich nur, weiß ich, 50 Insassen. So, dann muss er theoretisch jetzt hier in den Block B gehen, hier hinten, oder? Hm, ja, oben gibt's ja auch noch die, Büros, oder was? Also Bürogebäude, genau. Bürotrakt, so, nicht Gebäude. So, hier B-Block. Oh, 13 Grad, es ist in allen nicht wirklich kalt, aber warum? So, meine Sache, gib nochmal alles. 18. Bist du hier? Pogi, ich mach schon mal alle auf, ne? Ja, mach mal. Ne. Sollen wir mal hochgehen in den oberen Trakt? Also ich glaube, hier ist auch nichts. Ja, guck trotzdem mal. Bist du hier? In jeden so ein bisschen reinhalten. Ja, 20 Grad. Ne. Guck mal im oberen Bereich. Fünfzehn Grad, dreizehn Grad, siebzehn, fünfzehn. Bist du hier? Sag mal, gib uns ein Zeichen über die Box, wenn du in Game redest. Gib uns ein Zeichen. Nee, die sagt nichts. Krieg dich mal aufs Kreuz. Aber ich blöd, ich hab doch Türen eben. Ah doch, die sind offen. Ich dachte gerade eben, die wärst du wieder zu werden. 13 Grad eben auf der Brücke hier, aber auch das, ich denke, es muss irgendwie 5, 6 Grad oder sowas sein. Ich glaub, ja, aber halt trotzdem mal, wenn du vorbeigehst, in alle Zellen rein und guck mal, bitte. Alle aufgemacht. Nee, zwischen 16 und 20 Grad. Das Ding, das Gefängnis sieht hier auch. Ist zu, Oh. Ja? Hab was gehört. Ich auch. War das hier oder war das so dahinter, hinter der Wand, ne? Also hier ist 13. Keine Ahnung. Hm. Da, hier, ich hab's wieder gehört, hier hinten. Ja. Guck mal hier in alle rein, bitte. Ja, 14 Grad, hier hab ich ja schon reingeschaut gehabt. Hier ist offen. Zu. Ich hab ja... Ich hatte die aufgemacht, alle. Gib uns ein Zeichen. Ja, die eine war zu, ne? Ich hab die eine vergessen. Ist hier. 16 Grad. Ne. Wenn ihr was gehört habt, das Geräusch kam definitiv von der Seite hier, von der. Ja, das kann aber hinter der Wand sein auch. Ja, ja, ja. Dann lass uns doch mal in die Büroräume gehen. Bibliothek hätte ich irgendwie cool gefunden, oder? Weil gerade, dass du so zwischen den Regalen wegrennst vor dem oder so, dann. Können wir hier direkt links lang, guck mal? Ne, geht's in den Innenhof, ja nur. Hat so ein bisschen was von dem Knast von Walking Dead, gell? Der sah auch so ähnlich aus. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Wieso habe ich eigentlich überhaupt gar kein zweites... Ich hab was gehört. Guck nochmal hier unten in den Zellentrakt rein. 17, 19... Mm-mm. Lass zu den Büros gehen. Ich laufe gerade falsch, oder? Nee. Doch. Nee, jetzt muss ich hier hochgehen, ne? Ja. Oh, das ist unheimlich, weil ich hier durch die Kamera gucken muss, ne? Ja, das ist wie, es gibt, wie heißt das eine Computerspiel? Da gab es auch, wo du nur mit der Kamera ach, immer was sehen kannst. Outlast, ey. Ach, genau, du wo du immer Akkus finden musst, damit du was siehst wieder. Oder? Und hier haben wir gerade vor uns haben wir den Knochen gefunden, hier drinnen. Okay, pass auf, ich geh mal rein. Nee, hier hinten. Ein Raum weiter. Ich habe schon wieder Geräusche gehört. Ja, man hat irgendwas wie so ein Schritt oder was gehört. Ja, ja, hier hinten. Bist du hier? Wo bist du? Die Geräusche, die ihr hört, gegebenenfalls sind hier. Ich mach die Klokabinen einzeln auf, alle. Boah, wie sehr würde ich mir eine Taschenlampe wünschen? Was machst denn du rum? Ich weiß es nicht. Hier. Aber auch hier so, reden, lass uns viel reden. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Boah, hier ist so eine Krankenstation, die ist auch mies, oder? Ey, wie riesig. Die,
Krankenstation. Gib uns jetzt ein Zeichen. Die gab's früher nicht, das ist auch neu, oder? Oh, hier ist die Tür schon offen, aber hier waren wir noch gar nicht. Oh, ich hab gerade eine gehört. Wer ich, war das? Nee, ich bin nebendran in das. In die hintere Behandlungszimmer da. Meinst du, der ist hier schon lang gelaufen? Weil hier haben wir nicht die Türen geöffnet. Die waren alle auf. Ich war vorhin nicht hier oben. Fuck! Meine Kamera leuchtet! Oh oh. Ich höre die singen. Sie hat mich. Ja. Oh Gott, ich hab's auf Kamera. Scheiße. Oh, es ist kalt hier. Fuck. Ach du Scheiße, sie ist vor mir. Oh oh, sie kommt ja. Ja, immer noch. Ja, ich hab sie gesehen. Warte mal. Marcel, bleib, komm lieber nicht hier rein. Die huntet aber nicht gerade. Jetzt, ja, ich stoppe sie so weg. Nee, die hat auch nicht gehuntet, das Licht hat nicht geblinkt. Alter. Verdammte Hacke. Mach ein schönes Bildchen von mir. Habe ich. Aber wo bist du denn immer? Ich bin jetzt hier in dem Raum hier, wo die Bildschirme hängen und dann, hier ist sie eben langgelaufen, aber wo bist denn du? Deswegen hat mich gewundert, dass die ganzen Türen hier offen waren, ohne Scheiß. Ja, die ist hier durchgelatscht, das heißt, wir müssen eigentlich mit UV-Licht mal gucken, dann müssten wir an der Tür was sehen. Ach genau, ich mach erstmal ein Bild. Ich muss ja Vanessa ihre Equipment nehmen. Kurze Frage, soll ich jetzt mich ruhig verhalten oder soll ich euch was sagen? Falls ich mach ruhig mit. Ja, klar. Minus 9,6 Grad hier bei ihr, bei Vanessa. Ja, ich weiß, ich hatte schon Atem-Dings hier. Minus 11. Bist du hier? Achso, bist du hier? Ich weiß ganz genau, dass du hier bist. Pass auf, wir müssen raus. Bist du hier? Wir müssen UV-Licht holen. Ja, ja. Und wir brauchen... Bist du hier? Retro Schneider. UV. Ich hole die Kamera kurz hier rein und dann... Sie ist da, sie ist vor dir. Was? Oh. Oh, fuck. Hat sie dich, oder was? Nee, nee. Ah, die war, die war auf dem äußeren Weg mit dir gewesen. Pass mal auf. Ja, komm mal rein, wir machen die Tür zu hier. Die kann man nicht zumachen hier, scheiße. Gibt keine Tür in dem Türrahmen. Lass uns mal hier rausgehen, die Tür zumachen, dann sehen wir, ob sie drin geblieben ist auf jeden Fall, wenn wir die Ausrüstung holen. Ich kack mir in die Hoss. Die hat Schlafanzug an, die Kleine. Oh. Hm. So, wie kommen wir denn schnell jetzt wieder raus? So, jetzt habe ich wenigstens mal Licht. Ich meine, das hat man geklaut oder was? Das ist mal das Büro, Direktor. Das mache ich nicht nochmal ohne Taschenlampe, das ist. Ne. Dunkel. Ja. Und da flackert mein Kameralicht und ich denke mir, ach du Scheiße, und dann sehe ich nur noch, wie sie dich wirkt. Und ne. Sie hat mich gewirkt? Ja, ja. Und das Kameralicht hat geflackert, ne? Also ich. Ach, sie singt wieder. Ja, dann. Hat sie Spaß anscheinend. Schade, dass sie es nicht hört. Hier raus, ne? Ja. Hörst du die nicht singen? Nee, wir müssen noch eins weiter. Nein. Ja, hier noch in die Mitte weiter. Hier kommt die große Tür. Oh shit, sozusagen. Wo bist du jetzt? Hier rechts. Kann man denn irgendwie mal die Funzel hier anmachen? Wir können ja mal Lichter anmachen im Gefängnis allgemein, ja? Hier im Eingangsbereich. Oh, jetzt wird gleich viel besser, Bogi. Mhm. So, pass auf, lass das Thermometer mal hier liegen. Und ich nehme jetzt UV, weil wir haben Gefriertemperaturen, was... Ja, definitiv. Aber die Geisterbox hat auch wieder nicht angeschlagen, gell? Pass auf, wir müssen unsere Sandy erstmal wieder hochjagen. Ich habe 20, du hast 22. Ja, dann haben wir die eine Mission schon geschafft, ne? Dass wir alle im Schnitt unter 25 haben müssen. So. Kerze ausblasen. Ich nehme eine Kerze und Feuerzeug mit. Okay, gut, wunderbar. Dann mach du das. Ich nehme das UV-Licht mit. Und ich nehme ein Geisterbuch mit, oder? Ja, Geisterbuch haben wir schon da vor Ort. Okay, was brauchen wir noch dann? Brauchen wir Bewegungsmelder oder was haben wir als Mission? Ne, Kerze nur. Eine Art von Geist, der sich handelt, okay. Ja, halt mal echt interessant, aber die Orbs müssten wir jetzt eigentlich in den Raum ja selber einfach sehen vor Ort dann. Ja, aber nicht, dass die draußen rumläuft. Dass wir draußen nochmal eins hinten aufstellen müssen, weißt du? Soll ich eins mitnehmen? Ah, hier liegt keins mehr. Du musst aber auch eine Kamera, wir müssen außen auch eine Kamera aufmachen. Aufstellen. Also eins dort habe ich noch frei zum Tragen von etwas. Ah, was hast du jetzt nochmal mit? UV-Licht. Ah, das ist schon wichtig, ne? UV-Licht wäre wichtig, ja. Komm, ich nehme trotzdem noch hier das...
Warte. Ja, keine Schaden, nimmst trotzdem mal warte mit, mal. Ja. Oder ein Impulse-Reader. EMP messen, wenn sie auftaucht, wäre auch ganz gut mal. Pass auf, dann machen wir es doch so. Komm, ich nehme EMP und Infrarot. Ja. Pillen hast du hier reingeschmissen, gell? Ja. Aber nur eine, oder hast du zwei gefressen? Alle. Echt, ist euch, alle. Hast du zwei gegessen? Mhm. So schlimm bin ich jetzt nicht. Weißt du noch den Weg, wie es nach oben geht? Ja. Wie mein Kerzenständer einen Schatten macht, aber der Rest nicht von meinem Körper. Okay. Du bist auch schon ein Geist, du weißt es nur noch nicht. Ja, wahrscheinlich. So, gleich hier links hoch. Ne, die zweite links, nicht die. Ich mach die Tür am besten zu. So, da war, ging's auch nicht. Doch, hier ging's. Die müsste dann theoretisch müssten Fingerabdrücke an der Tür oben wahrscheinlich sein. Wie man schon hier das Rauschen hört, ne? Unheimlich. Ich höre noch kein Rauschen. Nicht? Nee. Boah, ich habe mich jetzt vor den Kerzenständer erschrocken. Scheiß Schatten. Ach, Marcel. So, pass mal auf, jetzt geh erstmal hin. Ich mache nur erstmal. Ja, okay, Fingerabdruck ist hier. Also Handabdruck ist hier. Hast du ein Fotoapparat? Nö. Gut, okay, wir merken es. Den habe ich leer geschossen, oder? Pass auf, jetzt gehe ich direkt auf. Jetzt gehe ich direkt aufs EMP. Oh, zweier EMP. Bist du hier? Zwei. Ich gehe mal raus, da wo es kalt war. Bist du hier? Blas die Kerze aus. Puste die Kerze aus. Puste. Puste. Also pass auf, draußen kein EMP, aber hier hatte ich eben 2er Signal. Jetzt aber habe ich auch kein Signal mehr hier. Oh, die hat das Buch geschrieben. Wir haben okay, alles. Okay, also raus. Also geschrieben, du, sie du, hat du, nur gekriegt. Oh, wäre hart, wenn die uns jetzt nochmal handeln würde. Leben kriegst du mich nie, ihr Schwein. Boah. Ey, auch nur auf das Infrarotlicht zu gehen, ist auch unheimlich. Mhm. Auch kein Licht zu haben, ist auch unheimlich. Nur das glaube ich. Glaub mal. Weil du siehst den Geist ja nicht, das ist ja dann nicht so schlimm. Du siehst ja nur die Hände doch von ihm, wenn sie kommen, dir das Knick zu brechen. Ja, ja, ich habe ja gesehen, wie so Vanessa umgebracht hat. Und dann flackert das so komisch, ne? Du hast nicht ja permanent deutlich gesehen. Das war schon echt unheimlich. Gut, selbst wenn er jetzt hier anfangen würde zu handeln, wäre er, glaube ich, auch halb so wild. Ja. So, das heißt, wir haben Fingerabdrücke, wir haben Buch und wir haben Gefriertemperaturen. Dann mal gleich gucken, was es dann ist. Ich trage es jetzt schon ein. Fingerabdrücke und Geisterbuch. Es ist ein Dämon. Okay. Aber ja, haben die kleinen Dämonen. Aber ich würde noch warten, bis die Kerze ausgepostet ist. Ah, hast du schon? Okay. Echt jetzt? Einfach. Ja. Siehst du es jetzt schon, dass die aus ist, die Kerze? Ja, das ist, die Mission ist weg. Ach so, okay. Ja, und hier der Türraum ist nicht mehr beleuchtet. Ja, krass. Ist aus. Hast du eingestellt alles? Vanessa hat auch eingestellt. Also Zuschauer, falls ihr euch... Also Zuschauer, falls so, klang so negativ. Also liebe Zuschauer, wenn ihr jetzt euch wundert eigentlich, warum nutzt ihr das Ingame-Voice nicht? Es kackt ständig ab. Es geht ein paar Minuten lang gut und dann fängt es an zu laggen und dann ist es weg. Jetzt warten wir noch das Ergebnis ab, das Spiel lädt, weil wir wollen wissen, ob es natürlich auch ein Dämon war. Aber es... Ein Dämon! Yeah. Aber... Nice, alles geschafft. Schwierigkeitslevel hat gerade mal 90 gegeben, voll arm, gell, von der Belohnung. Weil es auf leicht war, ja. Es war einfach. Einfach. Er hat uns sofort umgebracht, ne? Da so, das stimmt, er hat direkt mit dem Erstkontakt getötet, ja. Gesamte deswegen, Zeit im Spiel. Ich weiß nicht, ob das immer so Profi, das hat, glaube ich, nur was mit der Uhrzeit zu tun. Ich glaube, wenn er anfängt zu handeln und dann wahrscheinlich ist es auch ein bisschen abhängig von der Geisterart. Es gibt manche Geister, die sind ja mehr so auf Zeigen und ein bisschen Ringelpiez mit anfassen, ohne töten. Und erst nachdem man sich so ein bisschen intimer geworden ist und der Geist so ein bisschen ein Vertrauensverhältnis zu einem aufgebaut hat, dann kommt er aus sich raus, dann tötet er einen noch. Also ich sag mal, vielen lieben Dank fürs Einschalten, war doch eine lustige Folge gewesen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Auch nochmal danke an Marcel und an Vanessa. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Ciao.